Willkommen Leute zu dem GPL-Kampf gegen Tim aka Fanmade Let's Play. Ja, ich möchte gar nicht lange um das Team rumreden, es ist recht offensichtlich, er hat sein Regenteam dabei. Ich habe mein Team dabei, das zu einem sehr großen Teil schwach gegen Wasser- und Bodenattacken ist, was natürlich ein ziemlich großes Problem wird bei seinem Zoom-Pax. Er hat einfach von Anfang an den Vorteil, dass mein Team einfach nicht so gut gebalanced ist wie sein, sag ich mal. Deswegen, ja. Ich kann euch sagen, dass drei meiner Pokémon Donner dabei haben. Das sind Stunfisk, Starmie und Tantrak. Donphan hat die Seed Bombs und die wollte ich ganz gerne gegen Zoompex benutzen, aber wir werden noch sehen, was da passiert. Und ja, ich würde sagen, ich rede gar nicht erst lange weiter drum rum, sondern starte einfach direkt den Kampf. Ja, Bibo ist einfach dabei, weil es halt schnell ist und schnell angreifen kann. Zumindest in der Theorie. Tim will kämpfen. Tim schickt Fröschchen in den Kampf. Das ist aber schön für Tim. So, sein shiny Fröschchen. Natürlich ist es shiny. Ich liebe mit Pestilenz, denn Pestilenz ist einfach ein guter Lead, kann an allem gut Schaden machen. Und hier war ich überlegen, was genau ich machen soll. Gehe ich hier auf Donner oder den Dracomitor oder auf die Hydropumpe? Ich wollte dann eigentlich auf die Hydropumpe gehen, weil ich mit Fostelka gerechnet habe. Bin aber auf Donner gegangen und ja. Wir sehen, Donner macht nicht so viel Schaden, wie ich gedacht habe. Warum gehe ich fast davon aus, dass er speziell defensiv ist, denn er trägt keine Assault Vest, wie man an den Überresten sehen kann. Ich rufe Pestilenz zurück. Das komische andere Vieh tanzt sich noch einen ab im Hintergrund. Schicke stattdessen Bunnyhopper rein. Auch wenn ich hier Angst hatte vor einem Siedewasser. Ich wollte dem Ding einfach seine Überreste wegschlagen. Er benutzt den Delegator, Regengenoss und Überreste kommen durch. Ich gehe auf den Abschlag, denn das sollte auf jeden Fall den Delegator zerstören. Ja, der Delegator lässt da natürlich nach. Er geht hier auf das Siedewasser und ich dachte mir nur, wehe, du bekommst jetzt den Burn. Ich warne dich. Aber er bekommt nicht den Burn, dafür triggern natürlich Regengenoss und die Überreste wieder. Die ich dieses Mal hoffentlich mit einem Abschlag wegbekomme. Aber nein, er ruft zurück, schickt dafür, glaube ich, Fostelka rein. Und natürlich funktioniert Fostelka gut im Regen, weil es dann die vierfach Schwäche gegenüber Feuer verliert. Und stattdessen nur eine normale Schwäche bekommt. Ich schlage ihm den Beulenhelm ab. Ich habe hier mit dem Voltwechsel gerechnet, bin ich ganz ehrlich. Entweder mit dem Voltwechsel oder dem Gyroball, aber er geht auf Titansteine. Was mich natürlich nervt, aber letzten Endes am logischsten war. Sein Regen hört auf, er wechselt aus und schickt stattdessen sein... Heißt noch Gudra in den Kampf. Und wir werden sehen, ja, Gudra... nimmt keinen Schaden. Es ist also ganz offensichtlich speziell defensiv und ich möchte fast raten, dass er die Assault Vest trägt. Ich schicke hier Tusk rein. Und das war extrem dumm. Denn der einzig wirklich sinnvolle Move von ihm wäre der Eisstrahl gewesen. Ich dachte, ich tank den besser, aber nein, tue ich nicht. Und er ist natürlich noch schneller als wir. Und dadurch haben wir Tusk. Ja, damit hatte ich kaum noch was gegen das Mega Zoompex. Außer noch den Energieball auf meinem Starmie. Schick hier Bunnyhopper rein. Fall natürlich auf die 5 HP runter. Und auch auf die Gefahr hin, dass jetzt was anderes, vermutlich einfach Stelka reinkommt. Bin ich einfach auf den Abschlag gegangen. Auf den Abschlag oder den Eisheap? Den Eisheap. Schön, ich bin hier nämlich auf den Eisheap gegangen und wir sehen. Ich bekomme den Freeze. Ich probiere den Freeze. Und er taut sofort auf. Und geht natürlich den Voltwechsel raus. Ja, war ich ein bisschen genervt, möchte ich sagen. Er hat natürlich sofort auf, killt mich dann mit dem Voltwechsel, schickt Fröschchen wieder rein, um den Regen rauszukriegen. Und ich schicke Stunfisk rein. Ich bin mir gerade nicht sicher, der Kampf ist schon ein bisschen länger her. Ja, ich schicke wieder Stunfisk rein. Und ich weiß, dass ich selbst eine Hydropumpe tanken könnte. Es sei denn, er ist echt voll speziell offensiv. Die Hydropumpe geht aber leider daneben. Ich kriege den Donner raus, der dank des Regens garantiert trifft. Er überlebt mit ungefähr einem KP.
und werde paralysiert. Warum musste dieser Drecksack mit so wenig HP überleben? War das nötig, Spiel? Das war doch nicht nötig. Auf jeden Fall schickt er jetzt wieder sein Gudra rein. Und das Problem ist, dadurch, dass er es überlebt hat, kann er jetzt nochmal den Regen rausbringen. Mein Surfer macht so gut wie keinen Schaden an dem Ding und schickt halt jetzt einen Scarfy rein. Denn ich dachte mir, okay, ein Eisstrahl könnte ganz nützlich sein. Denkt er sich auch. Und wir werden sehen. Er bekommt den Freeze. Und ich kau natürlich nicht sofort wieder auf. Denn ich bin nicht so cool wie Tryhard Tim. Da kommt übrigens ein Hashtag vor, das ist Hashtag Tryhard Tim. Kommt der Draco-Meteor durch und ja. Killt mich natürlich. Und damit habe ich verloren, denn jetzt habe ich nichts mehr gegen das Sumpex. Der Regen lässt nach. Und ja, es ist völlig egal, was ich reinbringe. Denn er wird jetzt sowieso nochmal den Regen rausbekommen und kann mich dann mit Sumpex sweepen. Ich war ein bisschen angefressen nach diesem Kampf. Aber gut. In der Rückrunde wird sich das ändern, denn wie gesagt, ich habe schon so ein paar Sachen auf dem Schirm, die ich in der Rückrunde mitnehme. Und damit dürften sich unsere allgemeinen Gewinnchancen dann noch erhöhen. Ich glaube, 3 Spieltage haben wir noch. Nach diesem hier, 2 oder 3. Bis wir 2 Wochen haben, um uns auf die Rückrunde vorzubereiten. Und ja, also ihr könnt natürlich auch gerne Vorschläge da lassen, wenn ihr sagt, ich hätte da ein Pokémon, das echt gut in dein Team passen würde, das einige deiner Schwächen herausnehmen würde. Dann nur zu, schreibt mir das in die Kommentare. Ich freue mich über jede Hilfe. Aber damit würde ich sagen, bin ich jetzt weg. Denn ja, ich werde jetzt eh nur noch gesweet. Bis dahin, tschüss.